Wir befassen uns heute mal mit der Wohnungssuche in Berlin für junge Leute. Jemand hat da ein Spiel draus gemacht. Das Ganze heißt Berlin Flat Quest, ist auf Englisch und Deutsch verfügbar. Ihr seht, das ist relativ liebevoll gemacht. Es ist, ja, ihr werdet selber sehen, wie das Spiel funktioniert. So kompliziert ist es nicht. Ich wollte es euch mal kurz vorstellen und natürlich verlinke ich euch das unten auch in der Videobeschreibung. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute Berlin Flat Quest und wir haben hier schon auf Deutsch einmal umgeschalten. Musik gibt's auch, die blende ich aber mal aus und dann geht's los. Ich klicke auf Start. Willkommen. Berlin Flat Quest ist das erste Spiel, das dich auf die Wohnungssuche in Berlin vorbereitet. Du befindest dich in der Rolle eines Neulings in der Hauptstadt. Noch bist du voller Elan. Dein Ziel ist es, eine Wohnung zu finden, bevor deine Ersparnisse aufgebraucht sind. Die Mieten haben sich seit 2011 fast verdoppelt und Berlin fehlen 90.000 Wohnungen. Schaffst du es, eine Wohnung zu finden, bevor du pleite bist? Viel Glück dabei. Und los geht's. Wir können einen Charakter auswählen. Da gibt es verschiedene. Wir fangen mal ganz links an. Der einfache Student gibt einen Techie, einen Tech-Nerd sozusagen. David Dowie, ein Kreativtalent. Ein Brexit-Flüchtling, einen Süddeutschen oder einen Katari-Prinz, der kommt aber erst noch, also ein Mensch aus den Arabischen Emiraten, auch eine tolle Idee. Ich entscheide mich mal standesgemäß hier für den Süddeutschen und dann gilt es als nächstes eine Klasse und die Ausrüstung zu wählen. Wir fangen mit der Klasse an. Wir sehen hier unten, wie unsere Chancen stehen auf dem Wohnungsmarkt, Teilzeit, Vollzeit, also wir machen mal Teilzeit, ausländischer Name, deutscher Name, Vollzeit wäre schon besser. Dann die Ausrüstung, keine Schufa, schlechte Schufa oder gute Schufa. Dann die Frage, haben wir Ortskenntnisse oder Kontakte? Da gibt es genau zwei Möglichkeiten, keine Ortskenntnisse oder Kontakte oder du kennst settleinberlin.com. Der Nummer 1 Blog für Neulinge in Berlin seit 2011. Der Blog wird übrigens betrieben vom Macher des Spiels. Also wir machen uns hier mal gute Chancen. Teilzeit vielleicht noch so als kleines Handicap. Und dann starten wir einfach mal rein ins Spiel. Wir sollen ein Level auswählen. Wir sehen, wie das Budget im jeweiligen Stadtteil von Berlin ist und wie die Wettbewerbssituation ist. Also Kreuzberg ist nicht einfach. Lichtenberg. Da hat man kaum Budget. Berlin Mitte, Neukölln, Prenzlauer Berg, Schöneberg, Wedding und zu guter Letzt landen wir wieder am Anfang. Ich glaube, ich entscheide mich mal für Berlin-Charlottenburg und dann geht es auch schon los. Es ist an der Zeit, potenziellen Vermietern und Mitbewohnern zu schreiben. Sende genügend Bewerbungen, bevor es zu spät ist. Melde dich auf allen Plattformen an, um deine Chancen zu erhöhen. Also, so funktioniert das Spiel, so funktioniert das E-Mails-Schreiben. Wir sollen hier bestimmte Dinge abschießen mit unserem Handy und unserem WLAN-Symbol und wir sollen die Scam-Anzeigen hier vermeiden. Relativ simpel. Wir müssen ein paar Mal drauf schießen auf die Anbieter und dann sammeln wir dabei hoffentlich Punkte. Immoniert. Dann haben wir hier Scam. Den sollen wir vermeiden. Abschießen können wir den auch nicht übrigens. Also relativ simples Spielprinzip. Ich finde es von der Idee her trotzdem wirklich schön gemacht. Toll und aufwendig umgesetzt. Die Berliner Stadtverwaltung verkauft 65.000 Wohnungen an die Privatwirtschaft. Der Stadtrat beschließt, Sozialwohnungen an den privaten Sektor zu verkaufen. Das bedeutet noch weniger Spielraum, um die Mietpreise in der Stadt zu regulieren. Weniger bezahlbarer Raum für dich. Plus 200 weitere E-Mails müssen geschrieben werden. Und es hagelt im Moment Scam-Angebote. Ja, und durchfallen dürfen die auch nicht. Also ich muss sie schon abschießen, glaube ich. So, Scam. WG verflucht. Berliner Stadtrat stoppt die Erteilung von neuen Baugenehmigungen. Die Stadtverwaltung bremst Neubauprojekte bis zum Stillstand aus. Weniger Angebot auf dem Markt bedeutet mehr Wettbewerb. Und ich muss nochmal 300 E-Mails schreiben, glaube ich.
Ja, also ihr seht, das ist ein hartes Geschäft hier. Erfolg. Nach nur 546 Bewerbungen wirst du endlich zu einer Besichtigung eingeladen. Du wusstest, dass das niedliche GIF von deinem Hund noch für etwas gut sein würde. So, jetzt wird hier geladen. Du bist nicht alleine. 73 weitere Bewerber warten vor dir in der Schlange. Wartest du oder stellst du dich aktiv an? Ich dränge mich vor. Gut gemacht. Du gibst vor, in dem Gebäude zu leben und läufst an der Schlange vorbei. Gerade noch rechtzeitig. Du bist die letzte Person, die reingelassen wird. Der Besichtigungstermin. Du hast die letzten 2 Monate im Host gewohnt, du darfst dir diese Gelegenheit nicht verbauen. Du triffst den ominösen Hauptmieter. Also, das Zimmer ist ein Durchgangszimmer, du würdest es mit mir teilen. Das passt für dich, oder? Wir haben verschiedene Auswahlmöglichkeiten und ich sag einfach ja. Ah, er ist nicht glücklich. Kann ich wenigstens einen Vorhang zuziehen? Ich bin nicht ganz der Hauptmieter, aber mein Cousin, ist es okay, wenn wir die Energiekosten über dich laufen lassen? Können wir nicht teilen? Du kannst dich leider nicht hier anmelden, aber gerne im Hostels gegenüber. Der Besitzer ist ein Freund von mir. Fantastisch, dann kann ich mich da auch waschen. Wir zahlen meinen Cousin die Miete in Bar im Ausland. Hast du ein West End Union Konto? Ja, genau, da bin ich raus. Auswahlverfahren bestanden. Du wirst am nächsten Tag angerufen. Nach sorgfältiger Überlegung wurde deine Bewerbung ausgewählt. Nachdem du die Kaution überwiesen hast, sieht dein Konto traurig aus. Naja, passiert. Jetzt hast du aber wenigstens einen Schlüssel in der Hand. Glückwunsch. Ich kann hier einziehen in Alt-Lietzow 7 in Charlottenburg. Wundervoll. Es gibt nur einen Kohleofen, mit dem geheizt werden kann. Freue dich auf eine Kohlenstoffvergiftung zu Weihnachten. Fordere jetzt jemanden heraus, um ein Bonuslevel zu entdecken. Ja, wir können jetzt hier noch das Bonuslevel spielen. Ich würde sagen, schaut euch das selber an, das Ganze. Ich fordere niemand mehr heraus, wollte euch das nur kurz zeigen. Ihr könnt es bestimmt besser wie ich, vielleicht auch in einem anderen Stadtteil. Guckt euch das mal an, wenn es euch interessiert. Hinterlasst mir gerne konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Glocke drücken, nicht vergessen und tschüss.